Wir werden sehen, ob die Unicorns Defense heute viel mit einem Linebacker-Spy agieren wird, ja, um das einzuschränken. Wäre natürlich eine gute Möglichkeit, um das Ganze einzuschränken. Die Unicorns kicken von links nach rechts in grün und die Frankfurter in lila mit ihrem ersten Play in der Offense dann von der 25-Yard-Linie von rechts nach links. Snap und Hold sieht gut aus. Und auch der Kick ist das und damit in der ersten Angriffsserie die Unicorns mit 3 Punkten. Lukas Schäfer jetzt hier als Wingback aufgestellt mit der 89. Fake Stretch Play, Slack mit Play Action, Parker in der Endzone. Der Frankfurter, also erstes Play hier nach dem Quarterwechsel, gleich ein Play-Action-Touchdown von Slack auf Parker über 35 Yards. Stademeier steht bereit, Snap passt und auch der Kick sieht gut aus. Und damit erhöhen die Haller zu Beginn des zweiten Quarters auf 10-0. Ein Receiver, der ist auch in Single Coverage, da ist keine Safety-Hilfe auf der rechten Seite. Da schaut er auch hin, kurzes Hitch-Route gedacht, abgeblockt und Benjamin Spies fängt diesen abgeblockten Ball ab und trägt ihn in die Endzone der Frankfurter. So wie es momentan aussieht, Interception-Return-Touchdown durch die Nummer 44 der Unicorns. Stadelmeier mit dem Kick durch die Stangen und damit innerhalb kürzester Zeit jetzt erhöhen die Unicorns auf 17-0. Play Action, jetzt das 1 gegen 1 Matchup. Kura fängt den Ball, da verschätzt sich Brandon Butler Jr. gehörig. Sehr wichtig ist, derselbe so ein bisschen in Szene zu setzen, eventuell auch für weitere Spiele sich zu empfehlen. Und Stadelmeier verwandelt auch den Extrapunkt, also neuer Spielstand, Unicorns 24 und Frankfurt Universe 0. Motion von Schäfer, Pass nach außen ins Flat und der kann den Tackle brechen und scoret den nächsten Touchdown für die Unicorns. Trägt ja am Ellenbogen, wo er sich verletzt hatte, eine Schiene, dass ihm ein, ja, dass er einfach ein besseres Gefühl hat. You know, it's a fun sport and it allows me to keep some of my competitive juices going. So continuing to get better. Und wir sehen den nächsten Touchdown der Unicorns. Jetzt hält er ihn fest. Das ist die 39. Luca Hirschberger mit dem nächsten Touchdown für die Unicorns. With me is Paul Nishisaki. He's been playing on the 2011 championship team as a defensive tackle. And 12. And Slack jetzt in der empty formation. Kein Running Back. Gute Protection. Da ist Pius Prosinecki auf der Corner Route. Schlägt seinen Verteidiger, fängt den Ball und kommt in die Endzone zum nächsten Touchdown Unicorns. Und damit war Prosinecki komplett frei und er mit seinem ersten GFL-Touchdown in diesem Jahr. Ja. Und auch diesmal zeigt Henry Bendel den Blitz an, der kommt auch. Ball geworfen, aber direkt in die Arme von Schürmann und der hat die Sideline. Und kommt in die Endzone. Jetzt kommt es knüppeldick für Frankfurt. Interception, Return, Touchdown von Timothy Schürmann. Und damit Touchdown Unicorns. Aber es war auch schön zu sehen, Gary, der in die Endzone begleitet. Das ist das Spielende. Genau, der Ref hat es gerade angesagt, das ist das Spielende. Die Unicorns gewinnen mit 52-0.